So. So, und man hatte es schon gesehen. Hier oben drüber ist wieder so ein Zeitblock. Den kann ich mit der Ocarina. Okay, ich brauche sie doch. Kann ich den jetzt wegmachen? Jetzt ist er hier unten. Jetzt kann ich da nach oben durch die Tür. Ist das nicht praktisch? Ja, ist es nicht praktisch. So, was war hier nochmal? Ach ja, genau. Diese Fliesen, die gehen jetzt auf mich. Ich kann die aber easy mit meinem Schild abwehren. Ein bisschen lästig, aber naja. So. So, diese Dinger, die ich finde die so eklig, die, ne, genau, wie man schon sieht, die möchten einen aufschlingen. Es kann sein, dass sie dann zum Beispiel dein Schild verschlucken. Das wäre doof. So. Es gibt ordentlich Rubine und hier ist auch direkt nochmal eine Skulptula. Und ich kann die einfach mit einem Rückwärtssalto die aufhören, ne? Genau. So. Die nächste goldene Skulptula. Das war es ja auch schon im Raum. Also dieser Raum ist eigentlich wirklich nur eigentlich für die goldene Skulptula. Wäre also für den ganz normalen Dungeon jetzt nicht so zwingend notwendig. So. Oh Gott. So. Jetzt, oh. Ups. So, ich war jetzt kurz in der Lava, aber ist nicht schlimm. Denn nur wenn ich länger drin bleibe, aua, wird's blöd. So. Hey, lass mich hier hoch. So. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, das hier ist diese besagte falsche Wand. Na, habt ihr es gehört? Normal. Und falsch. So, aber ich glaube, die müsste man auch mit einer Bombe wegkriegen, wenn mich das nicht täuscht. Ich probier's mal. Genau. Das funktioniert ja super. Ah ja, und hier ist direkt noch der nächste Corona. Sehr gut. Hallo. Was hast du für mich? So, der erste Satz immer gleich. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten, ja? Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Goronen kann dir dabei behilflich sein. An sich sind die Tipps jetzt nicht unbedingt notwendig, weil es erklärt sich eigentlich alles immer von selbst. Dient eigentlich nur, ja, so Vereinfachung vielleicht, wenn man das so sehen möchte. Na, wie gesagt, zwingend notwendig werden die jetzt nicht. Also, wenn ich die jetzt, wenn ich mit denen jetzt nicht spreche oder nicht aufpasse, dann ist das, wie gesagt, nicht schlimm. So, jetzt kann ich da hinten hin. Da ist ja dann eine Schlüsseltür. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier waren doch auch Ledermäuse, oder? Ich höre es ja. Ich höre sie doch schon. Da. Ich wusste es. I knew it. Das ist knapp. So. So, da hinten sind nur Herzen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist dieser Block hier. Den kann ich jetzt einfach verschieben. Diese 5 Tonnen, die ich einfach easy peasy einfach hier hinschieben kann. Und jetzt springe ich einfach auf diesen Klotz und warte kurz. Zack.
durch die Feuerfontäne wird er nach oben geschleudert. Und ein Glück habe ich noch einen Schlüssel. So. Hier sehen wir schon ein Goron. Aber der Schalt ist auf der anderen Seite. Das heißt, hier kann ich jetzt aktuell noch nichts machen. So. Jetzt geht es erstmal hier nach oben. Hallo. Bleib doch da oben, Link. Achso, ich muss den... Oh, wie oft muss ich den denn treffen? Au. Ach, Link, Mensch. So. Wie komme ich denn hier rüber? Geht das? Hopp. Okay, geht. Perfekt. So. Sehr gut. So, den Schalter, den lasse ich erstmal noch deaktiviert. Der kommt dann gleich zum Zuge. Jetzt erstmal das hier verschieben. Damit ich hier hochkomme. So. Zack. Zack. So. Und jetzt kann ich hier den Schalter aktivieren. Und dann muss ich schnell sein. Ja. Oh, ich hasse diese Kamera, ne? Gut, das war nicht so erfolgreich. Nochmal. Also. So, noch eine kurze Sekunde warten. So. Jetzt schnell nach oben klettern. Okay. Hat gereicht, sehr gut. Ich hatte kurz Befürchtung, dass mich das Feuer noch erwischt. So. Ab hier rein. So. Oh ja, gut. Ich wollte gerade sagen, hier muss ich aufpassen, wegen diesen rollenden Dingern. Okay, ich kann mich mit dem Schild nicht schützen. Schade. Ja, hier muss ich definitiv aufpassen. So, hier ist ein Schalter direkt. Und der nächste Corona. Du, was sagst du denn? In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Goronen, kannst du sie zerschmettern. Okay. Und ist hier noch ein Schlüssel drin? Ja. Was hier ein bisschen doof ist, dann kriegt ihr die Karte und den Kompass halt nicht so schnell. Oh Gott. Okay, hier ist eh eine Sackgasse. Gut, dann gehe ich da nicht lang. So, dann. Ich folge dem mal. So. Und hier hin. So, hier ist eine Tür, aber da möchte ich noch gar nicht rein. Weil hier ist noch was Spannendes. Hier, genau. Hier ist nämlich noch eine andere Tür. Und hier wartet wieder ein Corona auf mich. So, was gibst du mir für einen Hinweis? Hast du Feuer gefangen, so schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löschst du es schneller. Okay. Gut, ich glaube, den Hinweis, der ist ganz praktisch. Aber ich glaube auch wieder nicht jetzt so lebensüberwichtig. Überlebenswichtig, so. Lebensüberwichtig. Dumm. So, aber das war es, glaube ich, immer noch nicht alles. Ich glaube, hier gibt es noch was anderes. Muss ich mal kurz gucken. So. Einmal hier lang schnell und dann, glaube ich, hier direkt, ne? Genau, hier ist nämlich noch eine versteckter Raum.
Und noch eine Skulltula. So. Und jetzt... Ich glaube, das war es jetzt nämlich tatsächlich. Genau, hier kam ich ja hin. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich zu der Tür, die ich schon gesagt hatte. Nee, die war nicht hier, die war auf der anderen Seite hier. So, die war hier. Genau. So. Hier gibt es auch wieder zwei Wege. Einmal da mit dem Schlüssel und einmal hier rechts. Und da komme ich dann hin, wenn ich hier den Schalter betätige. Da musste ich niesen. So. Genau. Das ist jetzt auf. Und hier kann ich... Ach ja, genau. Hier ist eine Truhe. Genau. Das war das. Und hier müsste, glaube ich, die Karte drin sein, oder? Oder der Kompass? Hier ist die Karte. Sehr gut. Jetzt habe ich eine grobe Übersicht, wie groß der Dungeon ist. Der ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Vor allem auch vertikaler. So, und jetzt kann ich hier rechts durch die Schlüsseltür. So, hier bloß aufpassen, weil hier runter geht es jetzt nämlich in diese Eingangshalle mit dieser riesigen Brücke. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt runterfallen. Ist ja irgendwie auch verständlich, ne? So. Das ist auch mal ganz fies. Hier ist quasi so eine Art Zeitspiel. Jetzt kommt hier so eine Flamme und ich muss ein bisschen schneller sein als die, wo die mich erreicht. So, da oben links ist eine Kiste. Tür mit einem Schlüssel. Da komme ich jetzt aktuell noch nicht rein. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Deswegen gehe ich einfach nur straight durch. So. Und hier oben bin ich dann safe. Genau, ich wollte mal kurz gucken, bis wohin das Feuer jetzt eigentlich geht. Ach, das war's schon. Okay, nur bis dahin. Okay. Alles klar. So. Und jetzt geht es quasi nochmal in den gleichen Raum mit dem Labyrinth. Nur, dass ich jetzt hier oben bin. So, weg mit dir. So, und hier ist sowas Komisches auf dem Boden. Das heißt, eine Bombe hinlegen. Und dann fertig. Und hier kann ich jetzt runterspringen. Aua. Das tat ein bisschen weh. So, und jetzt bin ich nämlich auf der anderen Seite. Und kann den Goron befreien. Guten Tag. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. So, was hast du für mich? In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Goron und du wirst auch diese Gegner bezwingen. So, das ist ein guter Hinweis. Hier warten, wie gesagt, dann später dann noch ein, zwei Gegner, die sind ein bisschen lustig. Wie er schon meint, die tanzen. Aber dafür brauche ich dann das Relikt der Goronen. So, aber es war es noch nicht. Ich habe zwar jetzt den Schlüssel und komme in diesen Schlüsselraum, den ich gerade gesehen hatte, aber es war hier noch nicht alles. Ach, Mann. So, da ist nämlich noch ein Schalter. Komme ich da einfach rüber? Ich gehe auf Nummer sicher. So. Und da hinten wartet noch ein Goron.
Den nehme ich natürlich direkt mit. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Zack. Guten Tag. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. So, was sagst du? Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst? Versuche es mit der Ocarina. Okay. Und noch ein Schlüssel? Ja. Zwei Stück wieder. Das ist gut. So, jetzt geht's einmal hier den Weg wieder zurück zu der Tür. Zu dem Raum gerade mit dieser Feuerwand. Weil da war jetzt, wie gesagt, noch die Tür mit dem Schlüssel. So. Jetzt kommt das Feuer quasi von der anderen Seite. Weil ich ja jetzt quasi hier rechts starte. So. Aber das ist kein Problem. Hier kann ich einfach... So. Gut, hier ist nichts. Einfach nur ein langer Raum. So. Der nächste große Raum. So. Oh, das war ja fies. So, weg mit dir. Schau hier herunter. Ist das nicht der Raum, in dem wir Darunia getroffen haben? Genau, das ist nämlich diese Säule, die da runter muss. Und der Trick bei diesem Raum ist... Zack. Oh, wo kommst du denn her? Hier sind so Feuerwände. Das wird lustiger Spaß. Eine große Truhe. Ist hier der Kompass drin? Das wäre natürlich cool. Kompass, 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 Kompass. Da, 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 yeah. Sehr gut. Genau, hier komme ich nicht weiter. Au, ja, genau, hier auch nicht. Hier auch nicht. Oh, hier komme ich bei allen nicht durch. Okay, gut, dann, ja, hier. Aber guck mal, das ist keine richtige Tür. Oh, frech. Das ist nur ein Fake. Also gehe ich mal hier lang. Das ist auch ein Fake. Können wir uns gucken, was das macht hier. Zack. Ja, echt fies. So, da ist noch eine Tür. Schön vorsichtig sein. Ne, hier geht's nicht lang. Hier geht's lang und hier. So. So, hier ist noch ein Corona. Da komme ich aber aktuell noch nicht rein. Aber jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite, dann bei der Tür, wo ich eigentlich nicht hingekommen bin. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So, weg mit dir. Das hältst du mich mal mit. So. So, da ist nämlich ein Schalter. Den kann ich jetzt aktivieren. Und dadurch verschwindet das Feuer. Und jetzt muss ich hier quasi einmal schnell hin. Na los. Okay. So. Anhand der Items kann man eigentlich immer schon gut erkennen, was man nutzen sollte. Ich habe jetzt zweimal Bomben bekommen. Und hier ist jetzt wieder so eine Fake-Tür.
Und er hat da eigentlich gesagt, dass wir das Relikt der Kronen brauchen für die Fake-Türen. Aber ich kann auch einfach Bomben nutzen und die Tür zersprengen. Na? So, genau. So, jetzt ist hier die Sache. Es ist der tanzende Typ. Den kann ich jetzt aber einfach mit dem Enterhaken ranziehen. Und mit Wirbelattacken kann ich den einfach direkt schaden, bevor er weg... Ach, okay, fast. So. So. So, noch einmal. Und dann ist er nämlich auch schon erledigt. So. Oh Gott. Ich habe vergessen, dass er explodiert. Das war knapp. Ja, aber das war's tatsächlich auch schon. Das ist der tanzende Typ. Den ich auch ohne Relikt der Goron erledigen kann. So, mit dem Lift geht's jetzt einmal nach oben. Hier rein. So. Genau, und hier geht's noch einmal nach oben. Und hier ist nämlich auch wieder so ein Ding. Wir können diesen Schalter auch einfach mit einer Bombe... mit einer Bombe aktivieren. Aber der Enterhaken, der benutzt ja keine Munition an sich. Deswegen ist eigentlich eine Bombe eigentlich immer ein bisschen Verschwendung. Man muss halt, wie gesagt, dann nur schnell genug sein. So. Ab Rinder. So. Und das ist jetzt interessant hier, dieses Rondell. Da wartet eine große Kiste auf uns. Tja, was das wohl ist, wenn es so schön dargestellt ist mit den vier Fackeln und zentriert in so einem großen Raum. Ja, was wird es wohl sein? Tada, der Stahlhammer. Das Relikt der Goronen. Oh Gott. Da kommt eine Dings auf mich zu. So, ich glaube, die Bombe brauche ich jetzt nicht mehr, denn ich habe ja jetzt den Hammer. Aua. Weg mit dir. Bams. Und jetzt kann ich alles niederschmettern. Mit dem Hammer. Bam. So, damit ist die wichtigste Waffe schon in unserem Besitz. So, komm mal her, Fledermaus. Hey, frech. Nicht mal Herzen lässt es fallen. Sehr, sehr frech. Und nun kann ich diese Dinger hier aktivieren. Das hier, boah. Ich kann nichts sehen. So. Bams. Und vor allem kann ich jetzt diese Dinger hier wegknallen. Zack. Zack. Na los, komm her. Aua. Absolut falsch. So. Zack, 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 zack. Diddle, 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 diddle. Ah ja. Und da unten sehe ich schon, es ist ein blauer Schalter. Was haben wir gelernt als Kind? Blaue Schalter bleiben nicht unten. Ich brauche dafür ein Gegengewicht. Und ein Glück sind die Kisten. So. Zack. Zack.
Deswegen war es jetzt auch wichtig, die wegzumachen, weil Feuerfledermäuse zerstören natürlich die Holzkiste. So. Das hier, wie man schon sieht, ist ein rostiger Schalter. Den könnte ich, wie sagt mir das jetzt auch? Weil den kann ich jetzt nicht einfach so aktivieren. Dafür brauche ich tatsächlich den Hammer. So, und siehe da, was ist da? Noch ein Zeitenblock. Also, Hymne der Zeit. Da. So, ganz schnell wieder den Hammer ausrüsten. Oh, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Nein, verdammt. Ich muss mich nochmal hier drüber. Denn wo der Zeitblock jetzt weg ist, ist jetzt ein Schalter. Und das müsste der letzte, glaube ich, gewesen sein. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. So, noch ein Tipp, ne? In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goronen kannst du auch dieses Problem lösen. Genau. Also für uns kein Problem mehr. Wir haben jetzt das Relikt, den Strahlhammer. Und noch ein Schlüssel. Und damit ist jetzt quasi der Weg geebnet für die letzte Phase des Tempels. Denn jetzt kann ich nämlich einfach hier hingehen und das Ding, also die Säule, runterknallen lassen. Davon kriege ich übrigens keinen Fallschaden, ne? So, und jetzt kann ich hier nämlich hin zum Boss. Aber ich habe noch keinen Master Key. Keinen Master Schlüssel. Deswegen gehe ich jetzt nochmal in die Eingangshalle. Wie der Gorone ja schon angedeutet hat. Ist hier eine Statue. Die war hier nämlich rechts. Rechts. So, genau hier. Und mit dem Hammer kann ich das jetzt hier einfach wegknallen. Zack. Zack. Und zack. Und hier ist auch die letzte Schlüsseltür. Auch kein Problem. So. So. Einfach mal ein paar im Kreisel drehen. Im Kreis drehen. Dann ist das kein Problem. So. Genau. So, dann geht's nun hier rein. So, auch hier wieder diese blöden Fliesen. Wer die sich hier verlegt hat, ne, das ist wirklich Frechheit. Bodenlose Frechheit. So, und auch hier ist wieder so ein blödes Viech. So. Und auch du lässt 15 Rubine fallen, oder? Oh! Wow! Sogar 60 insgesamt. Geil! Sehr schön. So. Nächstes Cthulhu und nächster Raum. Und hier wartet wieder mal der tanzende Typ. Mist. Okay. Ich habe noch gar nicht gefragt, was wie der heißt. Ein flammender Wisch.
Lösche zunächst eine flammende Rüstung. Nein. So. Ich hätte sie gebraucht. So. Sehr gut. So, und noch eine Kiste. Cool. Was ist denn da drin? Ach, so eine kleine Kiste. Dann ist es wahrscheinlich irgendwie ein Rubin oder so. Weil ich glaube, Schlüssel brauche ich gar nicht mehr. Außer halt den Master-Schlüssel natürlich. Aber der ist ja bekannterweise in einer blau-gelben Truhe. Ach, Bomben. Okay. Ist auch okay. So, weiter geht's. Ah ja. Da ist die blau-gelbe Truhe. So, erstmal den Inhalt der Truhe holen. Den Master-Schlüssel. Die Qualen am Ende. Ah, sicher hat Darunia dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei mir gut. Hilf Darunia.